In diesem Bereich muss man halt sehen, dass man irgendwie was zaubert, was auch mal Abtrieb erzeugt. Mhm. Also was die Luft vielleicht staut. Das hier staut die Luft zum Beispiel. Ja, ja. Den Schwoller von Nissan, der auf dem Inhaltsprofil ist, also diese Seitenschale, die hier sitzt, finde ich gar nicht schlecht. Die könnte man auch übernehmen. Man könnte aber auch den Kotflügel liften, wie beim Z-Tune. Wenn du dir den Skyline GTR Z-Tune anschaust. Hä? Kennst du das Auto? Mhm. Was war denn das? Ich glaube 2005. 2005 hat Nissan Nismo, die Motorsportabteilung, für 20 GTRs gebrauchte zurückgebracht. Okay. Und hat ihr ganzes Know-how da eingebaut. Und das ist das Z-Tune-Auto. Den kannst du heute für, wenn du Glück hast, für 500.000 kaufen. Wenn du Glück hast? Wenn du Glück hast. Ah, okay. Als letzter Verkauf wurde für 550.000 in Australien verkauft. Die Idee ist zum Beispiel, dass man das hier offen macht. Ne? Das ist also quasi der Profil hier so hoch geht, so flach. Das wird weitergezogen. Okay. Ja, wie gesagt, vielleicht kommen wir uns ja bei einem Glas Bier zusammensetzen und genau solche Geschichten besprechen. Ja, sehr gerne. Dann machen wir das am PC, in 3D und dann. Was auch sehr wichtig wäre, ist, dass der Motorraum entlüftet wird. Okay. Die ganze Luft, die hier vorne reingeht, durch den Kühler, diese Öffnung hier vorne, die muss ja irgendwie wieder raus. Und wo geht die raus? Die vorne ist ja eigentlich zu. Da ist eine ganz kleine Kante, also Finger kann ich jetzt nicht reinstecken. Es kommt nichts raus. Hier geht die Luft auch nochmal rein. Und das ist extrem wichtig, weil hier die Kühlung der Turboladung stattfindet. Wenn du auf dem Motorprüfstand in Toshiki stehst, wo alle Motoren eine Stunde einlaufen, dann siehst du, irgendwann macht das Licht aus und dann glühen die Turbolader rot. So heiß werden die. Die haben natürlich keine extra Belüftung wie hier. Also die Belüftung ist schon extrem wichtig, sonst gehen die Turbolader ganz schnell kaputt. Je mehr Luft hier oben rausgeht, desto besser ist die Aerodynamik unterm Auto. Wir haben ja fast einen komplett verkleideten Boden und die Aerodynamik funktioniert im Grunde genommen bis zur Radnabe. Bis dahin ist es gut und dann kommt hier auch schon das Loch, wo die ganze Luft unten rausgeht. Das heißt, hier ist noch ein Unterdruck. Ich habe hier eine Abweiskante drunter, das ist übrigens Bestandteil des Nismo Enertec Pakets, diese Lippe hier. Ja, die ist auch in den 116.000 Euro mit. Ja gut, allein das wegen der Lippe lohnt sich das schon. Ja. Die kannst du bei uns aber für 200 auch kaufen. Originalteil. Originalteil. Habe ich auch im Lager. Nismo-Teil. Also da wird weniger Luft reingelassen, deswegen hast du einen Sog. Unten drunter ist nochmal eine Skinner-Delle unter dem Auto. Eine Skinner-Delle ist quasi eine Negativ-Einbuchtung unter dem Auto, wo auch nochmal Unterdruck entsteht. Okay. Ja. Luft geht schnell vorbei und dann muss es sich ausdehnen, weil diese Skinner-Delle da ist und dann zieht es quasi auch das Auto runter. Okay. Was ist, wenn man hier Luft raus, ich sag mal, etwas größeres als den an der Seite baut? Wenn der Luft angeschlossen ist, ja. Ja, ja. Also der ist jetzt nicht angeschlossen? Hier im Grunde noch nicht nennenswert. Oh, okay. Also viele gute Ideen. Das ist kein Problem. Bei uns wird nie langweilig. Wir werden bauen. Ja. Hinten gibt es auch eine nette Idee mit für den Spoiler. Da könnte man was bauen, dass man den ein bisschen steiler stellt oder nochmal Finnen produziert, ne? Die nochmal ein bisschen Abtrieb machen, also die Luft vielleicht sogar verlangsamt. Ja, das ist, habe ich mal bestellt, wollte ich keinen verkaufen, habe ich mir dann aufs Auto gebaut. Also wahrscheinlich werde ich es irgendwann abreißen und wegschmeißen, weil das... Ist da nichts? Nee. Okay, weil? Sieht scheiße aus. Das hätte ich sagen sollen. Sieht scheiße aus. Ich optisch eher technisch. Eigentlich müsste das hier gerader sein. Und hier die Wulz ist ganz gut, aber es müsste gerader sein. Ja, das sind so Sachen, die können wir machen. Ja, okay. Ja, das Auto ist nach wie vor total faszinierend. Schön. Irgendwie müssen wir die 116.000 Euro zusammenbekommen. Ja, aber. Man denkt immer, okay, 116.000 ist sehr viel Geld. Natürlich ist das sehr viel Geld, aber man muss auch bedenken, wie viele Stück haben die gebaut. Ja? Ja. Das und die Entwicklungskosten auch für so einen Spoiler oder für einen Diffusor, das sind nicht 2.000 Euro. Ja? Das ist schon ein paar tausend Euro, die man irgendwann zurückhaben möchte als Unternehmer. Ja, aber du hast recht, Nissan macht das so bei jeder Modellpflege. Also die haben ja immer gesagt, warum kostet jetzt der alte Nismo 150, der neue kostet 100,
85 und jetzt der ganz neue kostet jetzt 210. Sie kalkulieren tatsächlich, was haben wir geändert, wie sind die Entwicklungskosten, wie viel erwarten wir zu verkaufen. Vom ersten haben die 564 Stück gebaut. Oh, okay. Und der aktuelle Nismo ist aufgrund des Preises auch, also den reißen uns jetzt nicht aus den Händen. Oh. Ich habe jetzt den ersten ausgeliefert, das war Nummer 2 in ganz Europa. Die erste war in Polen von Michael Herber und der zweite ist jetzt in Dortmund. Oh, okay. Ja. Dann, die nächsten drei, die wir jetzt bestellt haben, gestern, die kommen erst im März nächsten Jahres. Oh, okay. Ja. Ich bin noch nie einen Serien GTR gefahren. Noch nie. Ich hab ein paar Kunden, aber die waren alle umgebaut. Alle. Ja, wir haben hier alles. Du kannst hier von 485, 530 steht da vorne irgendwo rum, dann 570, 700. Ja gut, hier kann man sich 800, sogar die Farben aussuchen. 947 hätte ich auch nochmal draußen stehen. Krass. Das ist ja gut. Nein, ich habe alles da außer Rot. Außer Rot? Oh. Aber ich finde nicht schlecht Rot. Also, findest du nicht gut? Gut oder nicht? Nee. Nein? Nee, gar nicht. Ja, so. Willst du was fahren? Ja, sollen wir was fahren? Egal, den hier. Den hier? Direkt den. Ja, müssen wir den Wagen oder Mechaniker legen. Die können eine rote Nummer dann machen, kannst du auf der Straße fahren. Ja, klar. Also der linker Reifen, Spiegel? Nee. Für mich ist er verkehrssicher. Für dich? Ja, lass mal fahren, egal welchen. So. Was da ist, fertig. Super, da. Ja, was nett ist. Es ist so viel, da weiß man gar nicht welche. Ich nehme Farbe blau. Also was wirklich nett ist, ist so ein Clubsport. Ja, am besten, der steht draußen. Okay. Ja, will ich mal einen Schlüssel? Hier ist er. Ich fahre jetzt den das oder du fährst den? Ich glaube, du kannst fahren, Führerschein. Ja, ja. Aus Polen zwar, aber egal. Nein, ja. Das hat es eingetragen, 700 PS. Schuh. Ganz normal. Und ja, die beschleunigen ganz zügig, so in etwa 5,6 Sekunden oder schneller von 100 auf 200. Oh, okay. Und der hat jetzt nochmal einen Clubsportbügel drin, hinten mit einer Gussstrebe, damit er mit 6 Punkten also reinstellen kann, wenn er möchte. Okay. Hat der Kunde aber nie gemacht. Ich glaube, das Ding hat gerade 9000 Kilometer. Und der hat gestern von mir so ein 947 PS Auto bekommen. Einen hübschen. 1000 PS? Ja. Erste Fahrt mit einem Serien-GTR. Alle Serie, außer die Leistung ist nur, also ist auf 700 PS hochgejagt worden. Und sonst war es alles Serie. Scheibe sagen auch, Moment, was hier los war gestern Abend. Von innen optisch so? Optisch, ja, schön. Es ist das Facelift-Modell, also sieht cool aus. Lenkrad ist ein bisschen anders, der Navi und so weiter, hier ist ein bisschen anders. Also eigentlich schon viel anders, ja. Alle gleich an. Ne? So ja. Diesen, egal was für eine Auspuffanlage du da verbaust, die hören sich immer so, so aggressiv an. Aber wir sind nicht nur für eine Probefahrt hier, sondern auch noch holen die unseren GTR. Das ist nicht der. Einfach krank. Nissan GT-R ist wirklich so für Leute, die echt gut fahren können. Also wenn man da wirklich, ich würde von mir behaupten, ich war sicher, aber ich bin nicht der beste Fahrer, wenn es um sowas geht. Ja? Vielleicht kann man den Markus fragen, hier, ob er mir nicht so ein bisschen Fahren beibringt. Rennstrecken tauglich. Ja, ne?
oder? Wäre eine geile Idee. Wäre cool, oder? Ich bin sofort am Schwitzen. Ne? Echt? Ja. Auch bei dem GTR von Ede, den wir getestet haben, ich war sofort am Schwitzen. Das ist, ja. Aber ich hätte gerne Schiebedach. Ja. Nein, Spaß. Schön mit dem Käfig, rot, finde ich cool. Nur, mir persönlich ist der Nissan GT-R zu wenig verspoilert. Ich weiß, viele sagen, ja, Spoiler hier, Spoiler da. Aber mir ist er zu wenig verspoilert. Ja, ich hätte gerne so ein. Also der da drin stand, mit so einem fetten Spoiler in der Art. Nicht so ein Spoiler, aber in der Art. Ja, vorne Luftanlässe, hinten Luftanlässe, Motorhaube so ein bisschen. Ja. Also viele haben auch bei dem oh, ist das heiß. Viele haben bei dem Nissan GT-R, den wir gemacht haben, oder Fahrt, haben gesagt, ja, da geht viel mehr, warum ist nicht geballert und so weiter. Nein, ich war nur so, erstens mit dem fremden Auto auf gar keinen Fall. Ja, ich fahre schnell, wenn ich das darf, ich dürfte da, auch hier darf ich. Aber ich mache es trotzdem nicht voll. Falls was passiert, auch wenn das versichert ist etc., das ist nicht mein Auto. Ja, wenn das bei mir passiert, ist das nicht schlimm. Ja, das ist mein Auto. Ich sage, okay, Belzec, also Scheiße gebaut, fertig. Aber ich möchte nicht mit fremden Autos hier Rambazamba machen. Ja, komm, Olli, halt dich fest. Okay. Als wenn einer da gerade ausguckt. Junge. Alter, das Ding macht. Aber der fährt geradeaus, der zieht dich nicht nach links und nach rechts. Nein, ne? Und sonstiges, hä? Also. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Leistung der hier hochgedreht hat, aber. Aber das Ding ist. Das Ding ist nicht normal, wirklich normal. Das Auto ist ab Werk ausbalanciert wie ein Rennwagen auf 85 Kilo Fahrergewicht. Also wenn wir das jetzt nicht berücksichtigen und einfach einen Zollschott dann halten und sagen, hier 3,5 cm Restgewinde, alles klar, das passt. Das passt überhaupt nicht. Oh, okay. So bauen wir es ein, um ein Grundsetup dazu haben, dass die Kiste gerade steht. Dann machen wir so. Wir sind nicht nur für eine Probefahrt und einen Durchlauf hier durch das Auto aus Brümla, sondern wir holen hier noch was ab. Und was wir hier abholen, das zeigen wir im nächsten Video. Machen wir so? Sehr gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns dann ein Like, ein Kommentar, was auch immer, wie auch immer. Da, wir freuen uns und bis dann.